Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Mr. CVG und wir spielen heute wieder World of Warcraft, das Add-on Legion mit meinem Hexenmeister. Bin jetzt 103, juhu. Wir sind bei dem Bluttotem-Stamm angekommen und hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen vor. Meine Vermutung ist, Gul'dan bzw. die Legion hat ihr Spielchen dort irgendwas mit zu tun. Und ich glaube, die Bluttotems werden verdorben werden. Das ist meine Vermutung. Okay, wir sollen hier auf jeden Fall eine Prüfung bestehen. Erst den Beweis abliefern, dann einen Krieger töten und dann mal gucken, was passiert. Eine Herausforderung soll er zeigen, was er kann. Er war nachsichtig mit euch, Fremder. Nun sprecht. Da ist er, Torok. Ich glaube, der ist böse. Der Hochberg wird nicht fallen. Es heißt, dass ein Fremdling den Hammer von Kaskoros schwingen soll. Ich bezweifle, dass ihr ihn überhaupt haben könntet. Orkin Eisentier bügelt. Was? Der ist wirklich Eisentier? Okay. Bürgt für euch. Er ist brauchbar für eine Flussmähne. Ihr habt euch ich komme gerade irgendwie gar nicht rein. Ihr habt auch einen Beweis eurer eigenen Stärke mitgebracht. Aber wenn er etwas dürftig ist. Bevor wir euch freies Geleit durch unsere Territorium gestatten, müsst ihr den Ritus des Blutes abschließen, den ihr bereits begonnen habt. Wenn ihr erfolgreich seid, was ich bezweifle, dann sprechen wir wieder mit Dann sprecht wieder mit mir. Ich komme gerade gar nicht rein beim Lesen. Betretet die Tiefen der Höhlen, bezwingt jeden Gegner, der sich euch entgegenstellen mag und kehrt dann zu mir zurück. Okay, wir bekommen ein Stoffbein und Schmuck. Gilt solche Schwäche bei euch etwa als Stärke? Nein. Ich mach mal ein kleines Picture von ihm. Gucken wir mal, was uns da als Feinde begegnen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ha, euch haben sie geschickt. Na dann, viel Glück. Oh ja. Auf der anderen Seite, okay. Ja, die sind alle böse. Das sehe ich jetzt schon. Wir werden alle böse werden. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Da ist wieder Navarok. Was ist mit ihm? Vorsicht! Es ist eine Falle! Ja. Das hätte ich mir fast gedacht. Verstärkung? Was für ein billiger Trick! Ihr seid dieses Berges nicht würdig! Kann ich nicht irgendwo was abgeben? Ich hätte eben gedacht, ich konnte eine Quest abgeben hier. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich hoffe. Ah, es war so klar. Guck mal, da sind sie, die Bösen. Die haben die Teufelsmacht inne. So.
Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich hoffe, wir können einander nun trauen, wenn wir die Teufelstotem bezwingen wollen. Müssen wir dazu bereit sein. Jetzt heißen die Teufelstotems, vorhin waren es Bluttotems. Oh, ist sogar aufgefertigt geworden. Nice. Damit habe ich irgendwie gehofft, dass das passiert. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Der Stein, den Stein ins Rollen bringen. Wir sollten diesen Ort verlassen, solange wir noch Gelegenheit dazu haben. Die Bluttotems versammeln sich bei ihrem Dorf im Norden und ich glaube, dass sie beabsichtigen, meinen Stamm auszurotten. Lasst mich wissen, wann ihr zum Aufbruch bereit seid und ich werde so schnell wie möglich zu diesem Ort sicher bringen. Ja, ich bin bereit. Ups. Schön mit der Steinfaust. So, Navarok, Dunkelsteinanführer. Cool. Also ich glaube, meine Theorie ist, dass die Bluttotems uns verraten haben. Das ist logisch, ne? Sehen wir ja auch, dass die nicht mehr an unserer Seite kämpfen werden, sondern dann werden uns die Dunkelstein hier Trockbar oder wie die heißen, uns zur Seite stehen. Wäre lustig. Trockbar und die tauchen wieder vereint sozusagen. Und er wird dann von den Trockbar der Anführer. Plus, wir sind dann alle gut miteinander. So kann ich mir das storytechnisch vorstellen. Wird wahrscheinlich sogar auch so sein, ne? Ist ein bisschen plump, sag ich mal, aber wäre lustig. Ihr habt wenig Grund, mir zu trauen, doch wir haben in den Bluttotems einen gemeinsamen Feind und ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Die Drogbars bester Freund. Ich ziehe Kreaturen der Erde heran, um mich selbst und mein Volk zu beschützen. Als ich gefangen genommen wurde, befahl ich ihnen, zu Hause zu bleiben, doch sie sind oft ungehorsam und haben wahrscheinlich versucht, mir zu folgen. Wenn das eine Falle ist, fürchte ich, könnten die Bluttotems sie eingefangen haben und Schlimmeres. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie finden könntet. Oh, noch mehr Quest. Dunkelsteinkristall. Ohne meinen Kristallfokus sind meine Kräfte nur schwach. Die, die mich gefangen haben, haben ihn mir abgenommen und ich weiß, wo er sich befindet. Ich bin mir sicher, dass einer der Teufelstotems ihn hat. Wenn ihr ihn findet solltet, bringt ihn mir bitte zu mir. Sie werden mit Blut bezahlen. Die Tauren gehen zu weit. Ich bin nicht aus ihren Außenposten geflohen, da ich befürchtete, sie würden die Höhle angreifen und meinen Stamm töten. Es sieht so aus, als hätten sie das die ganze Zeit geplant. Tötet einige der Teufelstoten dünnt ihre Herde aus. Alles klar. Auf in den Kampf. Jetzt sind wir wieder hier oben, ne? Ja. Okay, was ist das hier? Retten. Irgendwo hier gibt's was zu retten. Das hier oben. Das muss aber hier, glaube ich, irgendwo sein. Okay, jetzt nichts. Trotzdem schönes Land und schöne Musik vor allen Dingen. Vielleicht in eine Höhle? Ach, da. Steinchen! Hier ist eine Falle wieder. Mit dem Teufelsblut. Da muss man drauf achten, dass man da nicht rein geht.
beschwipst. Okay. Ich will mal gucken, was das macht. Aber es ist nicht gut, wie es aussieht. Splitter! Ist hier noch was? Nee. Dieser armselige Steinling bewegt sich nicht mehr. Oh, sein Tod war weder kurz noch schmerzlos. Das versichere ich euch. Ja, ist klar. Hier gibt's uns nichts mehr, oder? Ein Schatz oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Danke. Kein Schatz. Schade. Guck mal, die Teufels-Totems. Vom Blut-Totem zum Teufel-Totem. Was habe ich hier denn bekommen? Schneider. Ah, das bald mal. Navaroks Spielzeug wird ihm gegen mich nichts nützen. Was denkst du? Ah, die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Killen? Das sollte möglich sein. Oh shit, der war die ganze Zeit auf den Kommen. Ist auch noch ein Camp von denen. Turoks Fels. Wahrscheinlich ist er da. Und den müssen wir ja noch nicht killen. Erst in der nächsten Quest wahrscheinlich. Oh, da ist aber ein Rare. Wer ist der Sohn des Turoks? Melok. Okay, dann komm mal her. Aua. Aua. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Au, betäubt. Juhu. Weggeschleudert, betäubt. Super nervig.
So, was haben wir denn da bekommen? Schultern? Nee, Artefakt macht. Yes. Okay, wir müssen noch zwei von denen. Finde ich aber geil mit ihren grünen Hörnern. Ihr habt ein paar unserer schwächsten Krieger besiegt. Das ändert nichts. Wenn Teufelsblut durch unsere Adern fließt, kann uns selbst euer kostbares Artefakt nichts anhaben. Das glaubst nur du. So, erstmal zurück. Später ist gefallen, dieses jüngste meiner Haustiere war mir vermutlich das Liebste. Verflucht seien die Bluttotens in ihrer Grausamkeit. Auch ohne meinen Kristall habe ich Macht über die Erde, aber mit ihm ist sie stärker. Das wird mir helfen, meine zerstörten Körper zu reparieren. Ihre Anzahl ist gesunken, doch sie bedrohen noch immer unsere Sicherheit. Genau, jetzt geht's zu ihm. Wir bekommen am Ende wieder ein Artefakt-Relikt. Blutschuld. Ihr habt euch als ein besserer Verbündeter erwiesen, als es die Bluttotems hier waren. Durch meinen Fokuskristall sind meine Wunden verheilt, doch ich fürchte, für Split war es bereits zu spät. Torok und seine Bluttotems werden für das Leiden, das sie uns angetan haben, Lasst uns ihnen einen Besuch abstatten, bevor sie einen Angriff gegen die Höhle meines Volkes starten können. Okay. Dann gehen wir mal zusammen, ne? Auf in den Kampf. Und töten die Dämonen. Abschaum. So, Rache für den Dunkel, für die Dunkelsteine. Das machen wir natürlich auch noch dazu. Dann muss ja hier gleich irgendwann kommen. Oh, ist sogar noch ein Bonus. Ganz unten. Shit, da komme ich nicht mal hin, oder? Doch. Dann wollen wir mal den Rare noch töten. Okay, nice. Sehr schön. Wir bekommen eine neue Robe. Ist das nicht gut? Und ein paar Ressourcen für die Ordenshalle. Wir haben so viele Ressourcen. Ich weiß gar nicht, ob man die alle ausgeben kann. So, okay.
Bonusziel. Teufelstotems beschwungen. Oh ne, kommt dieses... Shit, das ist der Rare-Mob, ne? Kommt genau der Rare-Mob da, wo ich langlaufe, ne? Ist natürlich jetzt extrem blöd, dass ich den jetzt nochmal besiegen muss. Das ist halt das Problem, bei den Rare-Mods so patrouillieren. So, wo war denn jetzt hier? Ja, okay, ich muss da hoch wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht genau. Es war auf jeden Fall hier gerade die Bonus-Quest wahrscheinlich. Entweder unter mir oder über mir. Ich gehe erstmal da runter. Da ist ja gar nichts. Dann ist er über uns. Okay. Na gut, dann gehen wir halt eben hoch. Ist ein bisschen umständlich der Weg. Ich habe gedacht, die sind unten. Dabei sind die natürlich oben. Oh ne, jetzt kommt das Mistvieh schon wieder an. Das kann doch nicht wahr sein hier. Kann auch nicht wahr sein hier. So viel hatte ich ja noch nie, so viel Akku. Also jedenfalls in dem Addon. Und so viel unfreiwillig vor allen Dingen. So, darf ich jetzt da hoch? Ohne belästigt zu werden. Reißt sie in Stücke! Vergießt ihr Blut auf dem Schlachtfeld! Sehr gut. Der Hammer von Kaskaroth gehört nicht in die Hände von Fremden! Zieht ihnen die Haut ab! So, dann wollen wir mal erstmal die Bonusziele machen, ne? Oder das Bonusziel. Für ein bisschen EP noch. Prozent noch. Dann haben wir es geschafft. Nice.
Okay, dann hauen wir mal ab hier. Nein, hey, der teleportiert sich. Wie unfair ist das denn so schön? Der muss ja hier. War der hier oben? Der war da oben, ne? Shit, falsche Abzweigung. Lasst sie nicht über diese Brücke oder ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Ach Quatsch. Sag doch sowas nicht. Wir sind die Bluttotems. Lasst nicht zu, dass die Schwachen triumphieren. Noch einer. So. Jetzt stirbt. Guck mal, da ist er. Hihihi. Meine Leerwand, da muss noch auf Kommando. Ach, nicht schon wieder einer der... wird die Dunkelsteine nicht länger stören. Lasst uns aufbrechen ins Heimatland meines Volkes. Ja, gleich. Ich will noch mal gucken, ob hier noch was ist. Sieht nicht da raus. Okay. Da hinten auch wahrscheinlich nicht. Ich habe da keine Lust, da jetzt lang zu laufen. Um die noch zu pullen. Ist aber nichts mehr, wie es aussieht. So, was hast du zu sagen? Ihr habt euch mein Vertrauen verdient. Die Dunkelsteine sind jedoch vor unseren Brüdern geführt von Dargul, dem Unterkönig, noch nicht sicher. Wir würden uns nur zu gerne mit Myla Hochberg und ihren Tauern gegen ihn verbünden. Okay, dann machen wir das doch. So. Was haben wir denn? Wir haben Dämonen und Dämonen und Flammen. Dämonen und Flammen. Das war wirklich. Dämonen kann ich noch nicht. Deswegen nehme ich Flammen. Sprecht mit Navarok an der Dunkelsteingrotte. Okay. Nachdem die Gefahr für mein Volk gebannt ist, möchte ich euch meine Sippe vorstellen. Trefft mich. Kannst du mich nicht mitnehmen? Gleich. Es muss doch auch hier noch einen Sinn haben, die Höhle. Vielleicht gibt es da einen Rare Mob. So, dann gehen wir mal noch zur Höhle. Und dann ist eigentlich die Folge auch schon wieder fast vorbei. Eigentlich ist sie schon längst vorbei, aber ich habe die mal aus Versehen ein bisschen länger laufen lassen. Ein bisschen cool. So, hier ist irgendwo die Grotte unten unter uns. Oder? Ja, muss ja.
Ist er. Und da gehen wir aber erst in der nächsten Folge rein, Leute. Dankeschön fürs Zugucken. Hat Spaß gemacht, die Quest hier, um das dämonische Blut der Tauren, nicht der Orks diesmal, sondern der Tauren. Und mal schauen, wie es weitergeht. Dankeschön fürs Zugucken. Daumen hoch nicht vergessen. Euer Mr. CVG sagt Tschüssi.